Und abgegeben! Oh mein Gott, hast du das verlassen? Oh mein Gott, was ein Fail. Was ein Fail, oh mein Gott. Du hättest das geschafft. Du hättest das geschafft. Alter Leute, was war das für ein Ende? Oh mein Gott. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute haben wir hier in Forza Horizon eine Challenge mit meinem Cousin Adrian der King. Herzlich willkommen! So. Oh, Alter. Wir müssen ganz schnell jetzt hier zum Schloss in der City, weil wir haben heute hier eine Challenge. Wir werden heute einmal DHL-Boote sein und müssen drei verschiedene Pakete an drei verschiedenen Orten abgeben, die ich euch gleich nochmal zeigen werde. Und wir machen uns schon mal auf dem Weg. Es ist eine Challenge und wer es zuerst schafft, hat gewonnen. So. Let's go, Leute. Noch 4 Kilometer. Dann sind wir schon beim DHL-Lager, würde ich mal sagen. Oh. Oh. So. Ich fahre lieber ganz normal hier meine Strecke. So. Perfekto. So, noch 3 Kilometer bis zum DHL-Lager. Dann haben wir es auch schon geschafft, Leute. Dann müssen wir nur noch 3 Pakete ausliefern. Und damit müssen wir dann einmal komplett auf die andere Seite dieser Map. Und ihr habt weitere Challenge-Vorschläge, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt einen Kommentar damit. Und wenn ihr mehr Forza Horizon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo droppen, Leute. Wow! Alter! Wow! Hier mit meinem ES4 Avant unterwegs schnell zu meiner Arbeitsstelle hier. So, okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich da, aus dem Weg hier. So. 1 Kilometer noch, dann bin ich da. Und dann müssen wir einmal auf das DHL-Auto wechseln und in den Drohnenmodus gehen, wenn wir die Pakete ausliefern wollen. So, ich muss jetzt hier bremsen. Okay, links abbiegen müssen wir. Oh shit, paar Lecks hier. Ach du Scheiße. So. Boah, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Boah. Ich bin gleich da. Ja, jetzt wollte ich fahren. Let's go. Oh Gott, wir sind gleich da. Noch 300 Meter. Haben wir es geschafft. So, okay, ich bin da. Und bremsen. Stopp, 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 stopp. So, jetzt wechseln wir mal schnell hier auf das DHL-Auto, Leute. Hier, let's go. Aber mit dem Ford, Alter, mega nice. So, ich zeige euch gleich auch mal die erste Route, die wir gleich wählen müssen, um da auch anzukommen gleich. So, okay, hier ist unser DHL-Auto, Leute. Puh. Und wir müssen einmal schnell zum Festival nach unten. Durch können wir es ja jetzt nicht importen, sondern wir machen einmal einen Wegpunkt. Und ich würde sagen, los, 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 los. So, wir fahren hier mal los. Wir sind jetzt auch erster Stelle hier. Schau mal. Der Wagen ist ungetuned. Ihr seht, der ist was langsamer. Verkehrsregeln gelten in dieser Challenge nicht. Wir dürfen uns rammen, aber na gut, ob das jetzt wer macht oder nicht, kann natürlich jeder selber entscheiden. Oh, los, Alter, komm schnell, jetzt regnet es noch. 10 Kilometer müssen wir zurücklegen, aber bis dann sind es wirklich nicht mehr so lange Strecken zum Zurücklegen. Ja, wir müssen hier erstmal schön ein Paket abgeben. Was da drin ist, weiß ich selber nicht, aber gut, juckt uns auch nicht. Wir sind ja nur die Leute, die das dann weitergeben müssen. So, 10 Kilometer ist es zu fahren, aber es sollte kein Problem sein. Oh. Auf die Map. Oh. Jo. So. Oh, ich fahre 160, Alter, dass das funktioniert mit diesem Auto. Aber. Oh, no, 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 nein. Ich bin gegen einen Baum gefahren. Ich bin gegen einen Baum gefahren. Ganz schlechte Sache. Oh, komm. Jo, Alter. Oh, oh. Hä, wo bist du? Auto, oh Gott, da bist du. Verdammt. Ich hatte richtig guten Vorsprung, dann bin ich gegen den Baum gefahren. Was soll das, Alter? Alter, komplett dumm. So, noch 9 Kilometer zu fahren. Er ist direkt hinter mir. Alter, verpiss dich. Oh, oh. Da muss ich hier durch. Aus dem Weg, Leute. DHL muss liefern. So. Los, Alter. Machen wir was schneller, Mann. 150 nur. Oh, ich glaube, es ist auch wirklich die schnellste Strecke. Oh, Mann. Alter, er hat Windschatten. Er kann mich jetzt hier gut überholen. Ob es dann zum Schluss zum Sieg führt, wissen wir nicht. Oh, oh, er ist neben mir. Oh ja, let's go, er ist ein bisschen an die Seite. So, er ist aber immer noch direkt hinter mir.
Alter, mit 160 hier. Das Auto. Alter, ich habe das Auto nicht getunt, da ist nichts gemacht. Oh. Alter, einfach 200 km/h den Berg ab, Alter. Oh oh, oh oh, ich glaube, die Kurve kriege ich nicht, oder doch? Oh, Alter, gut, dass ich da gerade noch mal ganz kurz vom Gas gegangen bin. So. Verdammt, Alter, du bist ja direkt hinter mir. So, Leute, wir müssen gleich in den Drohnenmodus, das schnell beim Festival abgeben. Und dann weiterfahren. Alter, ob das klappt, das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber ich hoffe, es sollte, es sollte. So, perfekt. Los. 5,5 Kilometer noch. Oh Gott, Alter, du bist direkt hinter mir, aber ich bin noch führender, Leute. Ich bin noch hier führender. Aber es kann sein, dass er schneller im Drohbonus ist oder schneller anfährt oder dass ich noch einen Unfall baue. Es kann alles noch passieren, Leute. Also es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Das heißt, schaut das Video auch bis zum Schluss. Ich habe noch... Ich hab kein Navi eingestellt. Oh, du hast kein Navi eingestellt. Ja gut, dann musst du mal wieder hinterherfahren. Ne? Vielleicht fahre ich ja auch mal einen anderen Weg. Man weiß es nicht. Vielleicht mache ich ja gerade voll den Umweg. Ich habe mir schön mein Navi eingestellt. Das heißt, ich weiß, wo ich hin muss. Ob du das weißt, weiß ich nicht. So, schön geradeaus jetzt fahren hier. Oh, ich wollte dich ablenken, aber... Oh, was ist das für eine Scheißbremsung? Oh mein Gott, alles ist hier. Los, oh nein, er ist direkt hinter mir. Oh, das war jetzt wirklich sehr wichtig für dich gewesen. Alter, jetzt konntest du richtig aufholen. Jetzt konntest du richtig aufholen. Oh Mann, Alter, die Straße ist so glatt, Mann. Ohne Spaß. Heftig. Und jetzt ist er... Aber ich konnte mit dieser Situation ein bisschen sogar Vorsprung aufholen, sehe ich gerade. So, Alter, so fahren wirklich die DHL-Kunden bei mir, ne? Also, ohne Spaß. Wie die Pakete ankommen, ist das wirklich so. So. Okay, los, oh, los. Alter, Alter, komm, hoch hier den Berg. Komm, hoch hier den Berg. So. Vierter Gang. Hoch hier. Oh, noch 2 Kilometer, Leute. Nicht mehr lange. Oh, DHL, wir geben die Pakete auf jeden Fall ab. So, komm, 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 komm. Los, los, los. Alter, ich bin noch ein bisschen vorne. Alter, oh, komm, Mann, der gibt so langsam Gas, Mann. Warum ist er so langsam? Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Aber ich konnte ihn abhängen. Ein bisschen. So. Und wenn ihr ihn etwas schlecht hört, das liegt wegen dem WLAN. Aber Leute, kein Problem. Ich glaube, es sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. So, 1,2 Kilometer. Oh, ich werde als erster da sein, Leute, wir müssen das gewinnen. Oh Gott, das wäre ein wichtiger Punkt, das wäre ein sehr wichtiger Punkt. Oh, oh, oh. Ja, perfekt, let's go. Okay, ich fahre jetzt aufs Festivalgelände drauf. Oh, oh, ja, okay, ich konnte hier bremsen. Oh Gott, falsch. Alter, okay, okay, ich bin jetzt am Festivalgelände. Oh, jetzt muss ich gleich nur noch in den Drohnenmodus gehen, Leute. Und da bin ich schon beim ersten Paketlieferanten da. Oh, 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 nein, 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 nein. Okay, hier muss ich hin, Leute. Hier muss ich hin. So, zack, Ziel erreicht. So, jetzt gehen wir hier mal ganz schnell in den Drohnenmodus. Vielleicht kann es auch sein, dass mein Drohnenmodus viel länger lädt. Sieht gerade nicht so aus. Okay, hier, hallo, hier ist der Päckchen, ne? Tschüss, haben Sie noch einen schönen Tag. So, Leute, let's go, Leute. Wir haben unser Päckchen abgegeben. Oh Gott, ich muss mir noch einen Wegpunkt machen. Oh Gott, ich muss mir einen Wegpunkt machen. Zum anderen Location. Leute, wir müssen jetzt hier schnell nach unten. Jo, bist du schnell? Oh Gott. Schnell. Weiter, weiter, weiter. 3 Kilometer müssen wir weiter. Alter, du fährst mir einfach nur hinterher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich habe mir einen Wegpunkt markiert. Ich weiß, wohin es hier geht, Leute. Muss ich natürlich wissen. Ich bin ja auch DHL-Kunde. Lieferant hier. Oh Gott, das wird ein sehr knappes Rennen. Schnell an die Tür. Gebracht hier das Päckchen. Jetzt hier schnell weiter auf die Hauptstraße mit 100 km/h. Ja, let's go. Also jetzt habe ich richtig gut Zeit gut gemacht. Ah, jetzt nimmst du eine Abkürzung. Einfach mal übers Feld, kann man ja mal machen, ne? Warum nicht? So, let's go. Oh Gott, 2 Kilometer noch. Komm, ich schaffe das. Ich schaffe das. Oh Gott. Gleich noch das letzte Paket und das vorletzte jetzt noch und dann noch das letzte Paket abgeben, Leute. Oh. Perfekt. So. Jetzt sind wir hier an der Straße schon angekommen. Oh.
Oh, es war ein bisschen zu hoch. Okay, er ist direkt wieder hinter mir. So schnell geht's. Ist egal, welches Haus wir jetzt nehmen. Am besten ist natürlich immer das Haus zu nehmen, was ich euch gerade gezeigt habe, Leute. Weil dann hat man halt einfach schon viel mehr Zeit offen, glaube ich. Logisch würde man natürlich anders denken, aber okay. Hier ist nochmal eine scharfe Kurve. Hier darf man keinen Fehler machen. Okay. Warte. Okay, okay, okay. Hier ist das. Hier können wir jedes Haus nehmen, beliebiges Haus. Wir müssen bis an die Haustür. Das heißt, am besten ein Haus nehmen, was direkt gut. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, okay, okay. Drohnenmodus, Leute. Drohnenmodus, let's go. Hier, direkt. Moin, moin, hier. Ein Päckchen für Sie. Danke. Haben Sie noch einen schönen Tag. So. Okay, schnell weg. Weiter. Oh nein. Ich hänge hier fest. So, und ich weiß jetzt den Wegpunkt nicht, Leute. Ich weiß nicht, wohin. Oh Gott, er ist direkt hinter mir wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Leute, das letzte Päckchen muss weggebracht werden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen einfach nur dieser Straße folgen, glaube ich. Ich glaube. Oh Gott, ich glaube, jetzt war es dumm gewesen, den Checkpoint nicht zu machen. Ich weiß nicht, wohin. Ich glaube, einfach nur diesen Weg folgen. Scheiße. Oh Gott, ich fahre einfach nur. Müsste passen. Müsste, Leute. Müsste. Oh Gott, ob das jetzt richtig war, das sehen wir ja zum Schluss. Vielleicht habe ich ja jetzt komplett verkackt. Weil ich habe mir jetzt keine Route markiert. Oh, ich glaube, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Soweit ich weiß. Hoffentlich. So, wir sind hier wieder auf der Straße. Gerade mal ein bisschen Offroad gefahren. Verdammt, Alter. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich muss es auf der Karte aufmachen. Oh Gott, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Okay, 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 okay. Ich weiß jetzt, wo. Ich weiß jetzt, wohin. Ich weiß jetzt, wohin. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Weißt du das? Wohin? Nein! Oh mein Gott, wo muss ich fahren? Ich kann dir einen Tipp geben. Geradeaus. Ich hab kein Navi eingestellt, das hat das nicht. Ja, ich auch nicht. Scheiße, ich hab's auch nicht. Ich glaube, man muss geradeaus und dann rechts. Achso. Die Autobahn? Ja. Verdammt! Nein! Ich glaube, ich habe mich richtig in die Scheiße geritten jetzt. Oder? Nein, habe ich nicht! Oh Gott! Nein! Nein, 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 nein! Wo ist das Haus? Ist das hier? Wo ist das? Du Scheiße. Ist das hier? Das. Ich weiß es nicht. Oh, komm schon! Motor! Du schaffst das! Oh. Ja. Müsste hier sein. Müsste hier sein. Da ist es, glaube ich. Ja. Nein, 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 nein! Unfall, Unfall, Aquaqualing. Ach du Scheiße. Oh, das hat jetzt richtig Energie gekostet. Das hat Energie gekostet für das Auto. So, gibt es hier noch einen sechsten Gang? Ja, gibt es, okay. Leute, wir sind da, aber guck mal, die Einfahrt, wir müssen in die Einfahrt reinfahren und zu unserem Hause und dann sogar noch in den Drohnenmodus. Also es ist noch nicht alles jetzt entschieden. Es ist noch nichts entschieden hier. Ach du Scheiße, wo ist die Einfahrt? Da ist die Einfahrt. Oh Gott, nein. Ja, okay, ja moin, du musst vielleicht in die Einfahrt auch reinfahren. Ja, Digga, du musst noch in den Drohnenmodus. Nein. So, let's go. Drohnenmodus. Ja, das ist das. Nein. So, drin. Und abgegeben. Oh mein Gott, hast du das verlassen? Oh mein Gott, was ein Fail. Was ein Fail. Ich bin so lost. Du hättest das geschafft. Du hättest das geschafft. Alter, Leute, was war das für ein Ende? Oh mein Gott. Hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Leute, er hat das Spiel verlassen. Aber ja, jetzt. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Jetzt müsst ihr entscheiden. Wer hat gewonnen, Leute? Schreibt einen Kommentar mit dem Gewinnernamen.
wirklich, macht das fair. Er war ja früher da und ich glaube, er wäre im Drohmodus gewesen und wäre auch früher wahrscheinlich gewesen. Aber ich kann's nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, er wäre schon wahrscheinlich da gewesen. Leute, schreibt einen Kommentar. Oh, wie spannend zum Schluss es war. Leute, das war's von diesem Video. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns zum nächsten Forza Review wieder. Habt noch einen schönen Tag. Nice Video, haut da rein. Ciao.